Hallo, mein Name ist Jürgen Kluckert. Der eine oder andere kennt meine Stimme, wenn er sie so hört, und kommt drauf, dass ich Benjamin Blümchen bin, dass ich Mr. Krabs bin, Eugene Krabs aus SpongeBob Schwammkopf und Mong Freeman und Chuck Norris und da sind noch etliche. Und jetzt sage ich aber mich nicht mich an, sondern was ganz anderes. Nämlich jetzt kommt die Amazing Voice Show. Hallo Jürgen. Hallo Merat. Es freut mich, dass du die Zeit genommen hast, einige Fragen zu den Synchronarbeiten zu beantworten. Naja, wenn es auch gesehen wird. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit der ersten Frage an. Okay. Wie wurdest du Synchronsprecher? Also ich habe ja Theater gespielt, ich habe den Beruf gelernt, ich war Dozent für Schauspiel und alles Mögliche. Und irgendwann nimmt dieser Beruf einen so gefangen und dass man es dauernd macht. Und dann ist das ein Beruf, wird zum Hauptberuf. Und das hat sich ergeben, einfach ergeben. Ich würde heute gerne noch Filme machen gerne, oder Theater spielen, aber das ergibt sich im Augenblick gar nicht so. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte zwar was machen, ich wollte zum Film gehen, vielleicht als Kameramann oder als Assistent oder irgend sowas. Das hat nicht sein sollen. Dann wollte ich Mathematik studieren. Das war es da auch nicht. Und plötzlich sah ich mich auf der Schauspielschule. Also dann, aber ich habe als Kind Puppentheater gemacht, ich habe Laienspiele gemacht, ganz viel. Und deshalb ist natürlich da die Liebe auch schon hergekommen zur Schauspielerei. Und es war also nicht so abwegig hier von wegen, kannst du nicht Mathematikprofessor werden, wirst du Schauspieler. So einfach ist es nicht. Wie weit lässt du dich auf die Figur ein, die du spielst? Tja, am besten ist es jetzt, habe ich festgestellt, dass man sich auf die Figur gar nicht einlässt, die man spielt. Wenn man sie spielt vor dem Mikrofon, muss ich mich darauf einlassen, das, was mir vorgegeben wird. Aber ich muss mir ziemlich wenig selber ausdenken, weil der macht das alles. Und ich muss nur einfach, wenn es geht, gut genug sein, um das nachzuspielen, was der da macht. Und dann habe ich vielleicht Glück, dass es gut wird. Was hältst du von Mr. Krabs aus SpongeBob Schwammkopf und was gefällt dir an der Rolle? Es ist eine gute Rolle. Es ist eine schicke Rolle, es ist eine große Rolle. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ich finde den gut. Ich finde ihn gut. Ich kann darüber lachen. Er macht mir Spaß. Ein Pendant, ja, zum SpongeBob. Also, Besseres kann man sich kaum noch wünschen. Beinahe. Was hältst du von Benjamin Blümchen aus der gleichnamigen Serie und was gefällt dir an dieser Rolle? Das ist meine wunderbarste Rolle. Das ist wirklich die wunderbarste Rolle noch immer. Im vorigen Jahr war ich jetzt 20 Jahre, weil ja Edgar Ott verstorben war vor 20 Jahren, und also 94. Und das war schon was, als ich die übernehmen durfte und mich dort reingekniet habe. Jetzt ist er schon ein bisschen mehr zu meiner eigenen geworden, weil wir sind auch schneller geworden als früher, weil damit war er so sehr behäbig, aber die Zeit ist eine andere geworden. Und da muss man schon ein bisschen schneller sein. Plötzlich sprechen wir ja auch manchmal Englisch und manche andere Dinge kommen zur Sprache. Also das ist nicht mehr so der dumpe, gemütliche. Gemütlich ist er natürlich immer noch, aber... Was hältst du von Earl Sinclair aus Die Dinos? Und was gefällt dir an dieser Rolle? Die gefiel mir genauso gut, war aber auch so etwas. Edgar Ott ist gestorben. Ich bin auserwählt oder gewählt worden und habe mich da wahnsinnig reinknien müssen, weil das ist so eine Vorgabe. Naja, wie bei Blümchen auch, aber da ist es dann ein bisschen anders geworden. Da sollte es natürlich, wenn es geht, ganz genauso sein. So etwas gibt es nicht. Also entweder ist man wirklich stimmlich der Halbbruder oder ein Stimmenimitator, der den Kollegen nachmachen kann. Das kann ich nicht. Ich kam ihm damals am nächsten und deshalb habe ich das gern gemacht. Ich habe es jetzt mal, vor einer Weile ist das mal gesendet worden, und da habe ich mal reingeguckt und dachte, holla, 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 was wir da eigentlich alles gemacht haben. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon sehr gut. Aber ja, das müsste man vielleicht mal wieder sehen im Fernsehen. Hast du den verstorbenen Kollegen Edgar Ott gekannt? Natürlich. Natürlich, ich war ja auch eine ganze Weile Regisseur, Synchronregisseur.
und habe ihn ja ziemlich oft besetzt auch. Ich war sogar ein kleines bisschen mit ihm privat befreundet. Also als meine Jungs geboren wurden, der erste, weil der ist 91 geboren, den anderen, da ist er gestorben, als er 94. Bei dem ersten, da hat er uns besucht, wollte unbedingt was mitbringen und schenken, hat er gemacht und das war wunderschön. Also wir waren schon ganz gut miteinander. Was gefällt dir am meisten, wenn du Chuck Norris sprichst, besonders bei der Serie Walker Texas Ranger? Also was mir da am meisten gefällt, also es ist so, es ist eine Serie wie viele andere. Ich bin froh, ich habe ihn ja nun schon ein Weilchen an der Backe gehabt, ich glaube seit 84 oder so. Und da hat er mal nicht viel zu tun gehabt, weil der hat gekämpft. Und bei Walker Texas Ranger war er zum ersten Mal wie ein Schauspieler. Und besonders in einigen Filmen, die auch danach gekommen sind, die vielleicht nicht alle kennen oder einige gar nicht wissen. Und wenn er ein Kind als Partner hatte, dann war er ein liebevoller Kollege und ein ziemlicher guter Schauspieler sogar. Den Rest habe ich versucht, ihm zu geben, was fehlte. Aber Walker Texas Ranger war das erste Mal, dass er richtig wie ein Schauspieler agierte. Und das hat mich dann schon gefreut. Vorher war das einfach nur der Kämpfer. Und das Einzige, was er mit mir gemeinsam hat, das ist der Bart. Was gefällt dir am meisten, wenn du Danny Glover sprichst? Das ist auch ein guter Schauspieler. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Der hat ja eine wahnsinnig heisere Stimme. Kommt am ehesten nah. Und wenn ich da ein bisschen Heiserkeit dazugebe, noch, das macht mir Spaß. Mehr kann ich einfach nicht sagen. Manche Filme sind nicht sehr gut, die er macht. Aber es gibt ganz viele, die sind ganz gut. Kannst du dich mit einem der eben genannten Charaktere identifizieren? Mit den Charakteren, die spielen? Nein. Ich bin so, wie ich bin und ich will auch klar, naja, ich würde schon manchmal wer anders sein, wer will das nicht, ne? Aber nein. Gab es beim Synchron sowohl positive als auch negative Erfahrungen? Es gibt positive Erfahrungen, es gibt auch eine Menge negative Erfahrungen. Das ist jetzt so, das ist jetzt manchmal auch so eine Zeit, die wir jetzt gerade haben im Synchrongeschäft. Es geht mir gut in dem Synchrongeschäft und es geht denen gut, die es auch machen. Und es kommen ja immer mehr rein. Das braucht es auch sicher. Wir würden mehr Schauspieler gebrauchen können, die das machen. Aber da, wo es anfängt, also meine Jungs mit eingenommen, ja. Das heißt, einer hat ja, war auf der Schauspielschule. Aber es ist so ein bisschen mehr. Wäre schon schön, dass die von dem Beruf und von dem Beruf, in den sie hineingehen, auch schon was wissen. Ich bin bei denen auch ziemlich unbekannt, weil es interessiert sich keiner für den anderen. Es ist ein bisschen merkwürdig geworden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das hier so sagen dürfen, aber die Zeit ist ja auch ein bisschen merkwürdig geworden. Wie siehst du den Stand der deutschen Synchronbranche? Es gibt im Augenblick ganz viel zu tun und das ist immer, manchmal ist es ein schlechtes Zeichen, weil irgendwann bricht was zusammen. Ja, also es geht dann immer so zack, 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 zack und immer her und dann, also es war schon einige Male so, dass es dann plötzlich zusammenbrach. Aber insgesamt machen wir noch immer gute Arbeit. Es gibt immer mal ein paar Dinge, aber das kann auch sein, dass die in irgendwelchen Kellern gemacht werden. Da wird synchronisiert und dann nichts immer gegen die Keller. Aber es ist das, was in den Firmen, in den richtig professionellen zustande kommt, das ist schon ganz gut. Wir müssen uns nicht verstecken, das ist schon eine gute Arbeit. Wer sind deine Vorbilder? Es gibt viele, die ich aber wirklich zu denen ich ja hinaufblicke und vielleicht noch weiter hoch, weil sie schon tot sind. Aber ich kann nicht sagen, das ist ein Vorbild für mich. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich habe
Ich habe jetzt gerade Maximilian Schell in irgendeinem Ding ist da gesehen, ja. Da habe ich, da guckt man und sagt, holla, 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 so gut möchte ich auch aussehen und so gut sein. Aber Vorbild. Was unternimmst du in deiner Freizeit? Naja, sagen wir mal so. Freizeit habe ich, aber ich bin am liebsten mit meiner Frau unterwegs und verreise. Solange ich das noch kann. Und ich habe die beste Frau überhaupt auf der Welt. Die allerbeste. Und mit der auch Verreisen Spaß macht. Ne? Also nicht nur das Zusammenleben an solches, sondern auch Verreisen. Und das mache ich wahnsinnig gern. War gerade gestern Abend aus Wien zurück, weil wir ein paar Tage einfach da sein mussten. Und das macht mir Spaß. Das ist Freizeit für mich. Das ist Erholung für mich meistens. Hast du eine Traumrolle? Ich würde ganz gerne mal auf dem Traumschiff sein. Das wäre schön, weil ich verreise doch so gern. Ne? Und wenn ich jetzt eine Rolle hätte, die auch wirklich sich was anguckt immer, ja, auf den Inseln und überall, dann hätte ich gleich auch ein bisschen Urlaub noch dazu. Würde meine Frau mitnehmen können und das wäre ganz schick. Aber das wird mir nicht blühen, leider. Oder ich kriege eine Rolle, die nur drin im Schiff ist und das wird im Hafen dann irgendwo in Hamburg oder in Rostock gedreht und da habe ich nichts davon von der Traumschiffreise. Hast du einen Tipp für den aufstrebenden Nachwuchs? Es wäre schön, wenn alle mal ein bisschen Schauspielern. Es gibt ganz viele, ne, die also in irgendwelchen Off-Theatern spielen oder Abende machen. Das ist alles okay, das ist alles richtig. Aber es gibt auch welche, die sich nicht mal dafür interessieren, dass der spielt da und der spielt da. Ich gehe noch heute ins Theater gerne und sehe mir Kollegen an und auch Nicht-Kollegen, also alles, was nur gibt. Manche haben da wenig Sinn dafür und das sollten sie alle sich einfach mehr für den Beruf interessieren. Und lernen durch Zusehen auch. Nicht nur immer durch Tun, sondern auch durch Zusehen. Und das wäre ganz schön. Und schön wäre, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn viel mehr von Schauspielschülern, Schulen kämen, nicht die irgendwelche jetzt, da mache ich jetzt mal schnell ein bisschen 3 Tage Stimmbildung und sowas und so. Das ist manchmal kann es klappen, manchmal nicht. Gut, die als Kinder so reingewachsen sind in den Beruf und immer weitermachen, die haben natürlich ein wahnsinniges Glück. Wenn sie gut sind, bleiben sie natürlich dabei und dann ist auch alles okay. Aber das wäre so für die Jugend der einzige Tipp, aber ich weiß es nicht. Möchtest du deinen Fans zum Abschluss noch etwas mitteilen? Meine Fans, die sollen mal alle ganz viel gucken, auch schreiben, sollen sich vielleicht darüber manchmal äußern. Nicht, wenn ein Kollege gestorben ist und ein anderer übernimmt es und sagen, ach, der hat ja ein bisschen heißere Stimme und der andere hat die nicht. Nein, das nicht. Es geht doch nicht anders. Wenn die Serie aufhört, ist doch unsinnig, ist doch schade drum. Aber wenn einfach 5 Leute ein und denselben Schauspieler sprechen, dann sollte man vielleicht hinschreiben und sagen, das wollen wir nicht. Oder so etwas. Ansonsten habe ich nur einfach die Bitte, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr uns mögt hoffentlich, die wir das dann immer machen und dass ihr Spaß habt. Auch in solchen Interviews jetzt vielleicht. Dankeschön, Jürgen. Mach's gut. Alles Gute. Ich danke dir. Danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Lust auf weitere Interviews hast, klick auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald im nächsten Interview. Euer Merat.